Die Idee bei den homogenen Koordinaten ist die folgende. Wenn ich mehrere Abbildungen nacheinander ausführe und diese Abbildungen alle linear sind, dann habe ich mehrere Matrix-Abbildungen nacheinander ausgeführt. Also wenn ich sowas habe wie, sagen wir mal, F wird angewendet auf G, wird angewendet auf H, Vektor X. Das kann ich auch so hinschreiben. F, Komma, G, Komma, H angewendet auf den Vektor X. Das bedeutet also, ich habe irgendeinen Vektor X, dann wird darauf angewendet die Abbildung H und auf das Ergebnis dann G und auf das Ergebnis dann F. Und wenn zu den Abbildungen irgendwelche Matrizen gehören, also wenn zum Beispiel F von X, sagen wir mal, A mal X ist und wenn G von X, sagen wir mal, B von X ist und entsprechend, wie Sie sich schon gedacht haben, h von x c mal x ist, dann kann ich das, was hier oben steht, noch ein bisschen geschickter hinschreiben. Dann habe ich nämlich, in der Mitte steht ja, also im Innen steht h von x, dafür steht hier c mal x. Und auf das Ding wird angewendet g, das bedeutet, das, was hier rauskommt, wird mit b multipliziert. Und auf dieses Ergebnis wird dann angewendet die Abbildung f, das heißt, das ganze Ding wird mit a multipliziert. Und da entsinnen wir uns wieder, dass die Matrixmultiplikation assoziativ ist. Das heißt, ich kann mir selbst überlegen, in welcher Reihenfolge ich das gerne ausrechnen möchte. Das ist dasselbe wie die Matrix A mal die Matrix B mal die Matrix C mal der Vektor x. Warum ist das gut? Weil das für meine Computergrafik bedeutet, dass ich dieses Produkt hier, die Matrix A mal die Matrix B mal die Matrix C, ein einziges Mal ausrechnen kann und danach immer nur mit einer Matrix rechnen muss, mit dem, was hier rauskommt. Hier kommt irgendeine Matrix raus, nennen wir sie mal M. Und wenn ich dann später irgendwann die Abbildung F, Komma, G, Komma, H ausrechnen will, dann brauche ich nichts weiter zu machen, als x zu multiplizieren mit der Matrix M, die ich einmal ausgerechnet habe. Also, für die Praxis bedeutet das, hintereinander ausführen von mehreren linearen Abbildungen ist ganz einfach. Ich multipliziere einfach die ganzen Matrizen miteinander. Und das muss ich nicht bei jedes Mal machen, wenn ich irgendeinen Punkt bewege, sondern ich mache das einmal und dann habe ich eine einzige Matrix und mit der kann ich dann rechnen. So. Das ist die gute Nachricht. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir haben gerade gelernt, wir können Abbildungen immer zerlegen in Teile. Das heißt, wir haben tatsächlich so eine Situation vorliegen wie f von g von h. Leider ist der Haken an der Sache, f und h in unserem Beispiel waren keine linearen Abbildungen. Dazu gibt es keine Matrix. Diese beiden Dinger hier, die erste und die letzte Abbildung, waren ja Translationen. Das waren Verschiebungen. Punkt, Punkt, Punkt. Da geht es also nicht weiter. Diese schöne Idee von da oben, dass man sagt, naja, dann stellen wir das Ganze als drei Matrizen dar, multiplizieren die drei Matrizen miteinander, haben wir nur noch eine Matrix, funktioniert leider nicht, weil Translationen keine linearen Abbildungen sind. Dazu gibt es einfach keine Matrizen. Und die geniale Idee der homogenen Koordinaten ist, dass man das, was man machen will, eine Dimension höher liftet und das auf eine so geschickte Art macht, dass das, was man tut in der höheren Dimension, lineare Abbildungen sind. Selbst wenn sie in der Dimension, in der man arbeitet, keine linearen Abbildungen sind. Man geht dabei einen Umweg in die sogenannte projektive Geometrie. Und ich versuche jetzt mal, Ihnen das so ein bisschen hinzumalen, was man da tut. Es gibt auch ein Bild dazu im Skript. Das habe ich aus dem Hartmann geklaut. Was hoffentlich insgesamt so die Idee so ein bisschen klar macht. Und zwar gibt es zwei Fälle, die wir bedenken müssen. Das eine ist, Sie arbeiten nur mit 2D-Grafik. Dann haben Sie Isometrien im R-Quadrat. Und eine Ebene höher gehen heißt, Sie gehen in R hoch 3. Das heißt, Sie wollen eigentlich in der Ebene rechnen, Sie rechnen aber im Raum, damit es alles linear wird. Das ist das, was ich Ihnen gleich an Skizzen zeigen kann, weil ich zumindest halbwegs in der Lage bin, im Raum was zu zeichnen. Wenn Sie dann 3D-Grafik haben, dann kommen Sie in den Bereich, wo Sie das nicht mehr zeichnen können. Sie gehen vom Raum in Gedanken hoch in den Raum R hoch 4 und rechnen in dem projektiv. Nur können Sie sich das nicht mehr vorstellen, macht aber nichts, es funktioniert. Und das Ganze projizieren Sie sozusagen dann wieder runter in den Raum. Aber in der Ebene kann man sich tatsächlich vorstellen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen.
Also die, ich hab diesmal die Beschriftung der Koordinaten ein bisschen anders gewählt. Die Ebene, die uns interessiert, in der wir arbeiten, ist die XY-Ebene hier. Ja? In der soll später unsere Grafik stattfinden. Und wie gesagt, wir reden jetzt nur von 2D-Grafik, die in dieser XY-Ebene hier stattfindet. Und der Trick ist, dass man nicht in dieser Ebene rechnet, die ja hier durch den Nullpunkt durchläuft, sondern dass man sozusagen diese ganze Ebene ein bisschen auf sich zuzieht, nach vorne zieht. Und das ist das, was in dem Bild im Skript diese graue Ebene ist. Man nimmt also jeden Punkt in dieser Ebene und schiebt den zum Beispiel um 1 aus der Ebene raus. Sie haben also nachher stattdessen, stellen Sie sich vor, das sei Ihr Computerbildschirm, Sie haben nachher stattdessen das hier. Mal auch so ungefähr in grau, dann ist das hier die nach außen gezogene Ebene. Und wenn Sie vorher irgendeinen Punkt hatten, der hier lag, also hier in der XY-Ebene drin, dann war das der Punkt, der die Koordinaten in der Ebene XY hatte. Im Raum hat das Ding natürlich die Koordinaten XY 0, weil die Z-Koordinate 0 ist. Und Sie gucken sich stattdessen an, was sich hier in der grauen Ebene abspielt. Das heißt, Sie verschieben diesen Punkt hier hin und der Punkt hat dann im Raum die Koordinaten xy 1, weil Sie ihn um 1 aus dem Ding rausgeschoben haben. Ja? Und was Sie damit tun, ist, dass Sie vorher in der Ebene gearbeitet haben und Sie haben tatsächlich mit Punkten gearbeitet und jetzt arbeiten Sie immer, darum spricht man von projektiver Geometrie, mit ganzen Geraden. Zumindest ist das das, was technisch stattfindet. Sie arbeiten gar nicht mehr mit diesem einen Punkt, sondern der Punkt steht stellvertretend für die Gerade, die durch den Nullpunkt läuft. Das muss Sie aber eigentlich gar nicht weiter stören. Das ist nur, um klarzumachen, dass im Raum aus der ganzen Geschichte eine lineare Abbildung wird. Und zwar wollen wir uns mal überlegen, was passiert mit einem Punkt, wenn ich ihn verschiebe. Eine Verschiebung ist ja, hatten wir gesagt, keine lineare Abbildung. Wenn ich diesen roten Punkt hier, stellen Sie sich vor, wir sind wieder in der XY-Ebene, verschiebe, so ein bisschen nach da, ja, dann bedeutet das in dieser Ebene auch, dass ich ihn ein bisschen verschiebe nach hier. Ja. Damit meine ich aber, dass ich die Gerade, die rote Gerade, auf die grüne Gerade verschiebe. Und der Nullpunkt wird festgehalten. Ja. Also diese graue Ebene hier, die ist quasi immer nur ein Schnittbild durch den gesamten Raum. Ich betrachte eine Abbildung, die im gesamten Raum stattfindet und die graue Ebene ist ein Schnitt durch diese Abbildung, die mir einen zweidimensionalen Ausschnitt aus dem, was im Raum passiert, zeigt. Das, was hier im Raum passiert, ist eine Scherung, eine räumliche Scherung. Sie können sich vorstellen, dass Sie quasi von oben senkrecht hier rauf gucken, also quasi auf den, Sie würden senkrecht auf den Spalt zwischen der XY-Ebene und der grauen Ebene gucken. Und wenn Sie sich dann überlegen, was diese Verschiebung hier bedeutet, dann wird insgesamt, von oben rauf gucken, werden Sie eine Scherung sehen. Wenn Sie aber nur noch gucken, was hier passiert, dann sieht das hier aus, als hätten Sie hier eine ganz simple Translation, die natürlich keine lineare Abbildung ist. Aber im Raum ist das eine lineare Abbildung. Also ganz platt gesagt ist der Trick, den wir hier machen, dass wir den Nullpunkt aus der Schusslinie nehmen. Wenn wir in der XY-Ebene die Translation machen, dann müssen wir den Nullpunkt mit verschieben. Wenn wir die graue Ebene nehmen und die ein bisschen wegziehen vom Nullpunkt, dann verschieben wir zwar alle Punkte, die in der grauen Ebene liegen, aber der Nullpunkt ist ja keiner von denen mehr, darum müssen wir den nicht mit verschieben. Wir müssen uns nur überlegen, wie wir diese Bewegung, die in der grauen Ebene stattfindet, fortsetzen in den ganzen Raum. Das ist das Projektive, was dabei stattfindet. Ja? Ich will Ihnen erstmal vielleicht aufschreiben, wie man das Ganze einfach technisch macht. Selbst wenn Sie das anschaulich nicht verstehen, was hier passiert, ist es technisch sehr einfach, was mit homogenen Koordinaten stattfindet. Und wir werden uns dann nochmal anschauen, aber das machen wir vielleicht erst am Freitag, wie das Ganze wirklich geometrisch aussieht, weil man sich das auch mit so ein bisschen Mühe zum Beispiel in Maple klar machen kann. Also Maple kann das sicherlich besser zeichnen, als ich das hier zeichnen kann. Aber vielleicht haben Sie ja so eine ganz grobe Idee davon bekommen. Also wenn irgendwas hängen bleibt, dann sollte bei Ihnen hängen bleiben, die Idee der homogenen Koordinaten ist ganz platt erstmal, Sie hängen überall eine 1 ran. Ja? Der Übergang von der XY-Ebene in die graue Ebene heißt erstmal nichts weiter, als dass Sie an jeden Punkt eine 1 ranhängen. Und jetzt müssen wir uns als nächstes überlegen, was machen wir mit den Abbildungen, die uns interessieren.
Und das ist zum Glück nicht viel. Es gibt nur zwei Sorten Abbildungen, die uns interessieren. Das wissen wir ja seit dem Abschnitt über Isometrien. Die einzigen Abbildungen, die uns interessieren, sind erstens die Translationen und zweitens die orthogonalen Abbildungen. Wenn wir für diese beiden eine vernünftige Darstellung finden in unserem neuen Raum, den wir um eine Dimension aufgepumpt haben, dann sind wir fertig. Ja, und genau das machen wir jetzt. Also die Idee ist, steht alles im Skript, aber Sie wissen ja, wie das ist. Erster Schritt, man geht über zu homogenen Koordinaten. Also Sie haben so einen Punkt xy und Sie schreiben stattdessen, habe ich ja eben schon gesagt, einfach eine 1 unten ran. Man schreibt für homogene Koordinaten, das machen nicht alle, aber viele Autoren, stattdessen eckige Klammern, um das zu unterscheiden. Es gibt keinen Grund, das zu machen, aber so kann man sich ein bisschen klarer machen. Das mit den runden Klammern sind meine ursprünglichen Punkte. Die mit den eckigen Klammern sind die, die ich nur für die Technik brauche. Also der erste Schritt ist Übergang zu homogenen Koordinaten. So, und der zweite Punkt ist, jetzt macht man im Prinzip das, was wir eben gerade gemacht haben. Es geht ja darum, irgendeine Isometrie darzustellen. Also Sie berechnen das, was Sie berechnen wollten. Zum Beispiel berechne zum Beispiel sowas wie, was wir eben hatten, Translation gefolgt von Spiegelung, gefolgt von Translation. Was in unseren ursprünglichen Koordinaten etwas wäre, was nicht linear ist, aber in den neuen Koordinaten, wie wir gleich sehen werden, linear ist. Das heißt, in den neuen Koordinaten sind das hier drei lineare Abbildungen auf einmal geworden. Also in homogenen Koordinaten sind das drei lineare Abbildungen. Das heißt drei Matrizen. Und natürlich sind die Matrizen größer geworden. Weil wir immer eine Koordinate rangehängt haben, sind die Matrizen auch entsprechend größer. Wenn wir vorher in der Ebene gearbeitet haben, dann arbeiten wir jetzt nicht mit 2x2 Matrizen, sondern mit 3x3 Matrizen. Und wenn Sie 3D-Grafik machen im Computer, dann müssen Sie jetzt mit 4x4 Matrizen arbeiten. Also wir werden uns tatsächlich am Freitag, werde ich Ihnen mal wirklich aus einer echten Programmiersprache, sowas Java-ähnliches, wirklich zeigen, wie die Matrizen da aussehen. Also die kommen wirklich, auch wenn Sie OpenGL machen oder so, da kommen diese Matrizen wirklich vor. Genau das, was wir hier gerade tun. So, und der dritte Schritt ist das, was Sie jetzt schon erwartet haben. Man geht dann wieder zurück. Das ist eigentlich das gleiche Spielchen wie mit der Translation. Im ersten Schritt sind wir übergegangen zu homogenen Koordinaten und im letzten Schritt streichen wir diese einfach wieder weg. Streiche die 1 wieder. Also Sie bekommen dann irgendein Ergebnis raus, das sollte ich jetzt vielleicht gerade nicht gerade XY nennen, sondern Sie bekommen irgendwas raus, wie zum Beispiel UV1 und daraus machen Sie einfach wieder den Punkt UV. Was ich hier jetzt unterschlagen habe, ist, dass das Ganze tatsächlich ganz wunderbarerweise funktioniert, denn was ich Ihnen noch nicht gesagt habe, ist, es kommt wieder so ein Punkt raus, bei dem die dritte Koordinate garantiert 1 ist. Ja? Das ist ja erstmal überhaupt nicht klar. Sie machen hier im Schritt 2 alle möglichen Dinge mit diesem Punkt, der zum Beispiel in der dritten Dimension ist. Und wir werden aber sehen, dass was immer wir tun, sich die Koordinate 1 nicht ändert. Also alle Punkte, die in dieser grauen Ebene liegen, bleiben in der grauen Ebene. Praktischerweise. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch überlegen oder uns klar machen, der wichtigste Schritt ist Römisch 2 hier. Wie sehen die Matrizen aus? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und ich hatte ja schon gesagt, es gibt nur zwei Sorten Matrizen, die uns überhaupt interessieren. Steht auch im Skript. Das erste ist, was passiert, wenn ich eine Abbildung habe, die ohnehin schon linear ist, für die ich schon eine Matrix habe.
Also Variante 1, die Abbildung ist schon in R² linear. Also zum Beispiel, das ist eine Drehung oder eine Spiegelung. Dann gibt es ja schon eine Matrix dafür. Das ist dann eine 2×2-Matrix. Also das heißt, in nicht homogenen Koordinaten, in normalen Koordinaten, sieht meine Abbildung so aus. XY wird abgebildet auf, sagen wir mal, A11, A12, A21, A22 mal der Vektor XY. Das ist das, was die Abbildung in normalen Koordinaten macht. Und jetzt schreibe ich ihn einfach mal hin und wir rechnen mal nach, was rauskommt, was diese Abbildung in homogenen Koordinaten macht. In homogenen Koordinaten sieht das dann so aus. X, Y, Z wird abgebildet auf die Matrix. Und da schreiben Sie oben links einfach die Matrix hin, die Sie haben. Also die von hier oben. Und darunter schreiben Sie eine 1 hin und alle anderen Felder füllen Sie mit 0 auf. Das ist offensichtlich die einfachere von beiden Varianten. Wenn es nur darum ginge, könnte man sich die homogenen Koordinaten natürlich sparen. So, also ich habe es extra schon mal so hingeschrieben, weil wir es gleich wirklich mal ausrechnen wollen, also zumindest mal testweise an einigen Stellen. Was kommt hier raus, wenn ich das ausrechne? Hier kommt raus zum Beispiel an der ersten Stelle gleich A11 mal x plus A12 mal y plus z mal 0, also 0. Was steht hier an der ersten Stelle links oben? Dasselbe, A11 mal x plus 12 mal y. So, und das ist das, was Sie hier auch haben. Also hier mache ich einfach mal einen Haken dran, das stimmt soweit. Und jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, was hier unten rauskommt. Und das hatte ich ja eben schon ausgerechnet. X mal 0 plus y mal 0 plus z mal 1, also steht hier z. So, und das ist natürlich insbesondere dann interessant, wenn hier anstelle z1 steht, also wenn ich tatsächlich mit homogenen Koordinaten rechne, dann steht hier eine 1, also steht hier auch eine 1. Also das, was ich vorhin schon versprochen hatte, in Variante 1 stimmt es zumindest. Sie können erstens die vertraute Matrixmultiplikation auch eine Ebene, also eine Dimension höher darstellen. Sie bekommen das Gleiche raus. Und die letzte Koordinate bleibt 1, wenn sie 1 war. Nur, wie ich eben schon sagte, wenn das alles wäre, bräuchten wir keine homogenen Koordinaten. Das hat ja gar nichts geändert. Das Einzige, was wir hier getan haben, ist, dass wir uns mehr Arbeit gemacht haben, weil wir dieses Ding dazu geschrieben haben. Also interessant ist die Frage, was passiert mit einer Translation? Eine Translation würde also sowas sein. Wir haben den Vektor xy und der wird abgebildet in der Translation typischerweise auf xy plus irgendwas, plus unseren Verschiebevektor, nenne ich mal AB. Das ist ja gerade das, weswegen wir das Ganze machen, weil das typischerweise keine lineare Abbildung ist. Und dafür mache ich es auch wieder so wie eben, dass ich Ihnen die Matrix einfach mal hinschreibe und wir rechnen mal damit. In homogenen Koordinaten sieht das so aus. Sie bilden den Vektor xyz ab auf. Ja, und Sie schreiben hier oben in die ersten vier Komponenten links oben die Einheitsmatrix rein. Dahinter schreiben Sie AB und hier unten hin schreiben Sie 0, 0, 1. Und das Ganze muss jetzt natürlich multipliziert werden mit dem Vektor XYZ. Rechnen wir gleich aus. Ich will aber vorher noch eine Sache sagen, weil Sie das in der Praxis auch öfter sehen werden. Wenn Sie mal schauen hier oben, diese Matrix hier hat als letzte Zeile immer 0, 0, 1. Und hier unten, diese Matrix hat als letzte Zeile auch immer 0, 0, 1. Sie werden öfter, wenn Sie mit Computergrafik arbeiten, sehen, dass die Matrizen, mit denen Sie es zu tun haben, gar nicht quadratisch sind. Weil die nämlich dann diese letzte Zeile, die sowieso immer 0, 0, 1 ist, einfach weglassen, um Speicherplatz zu sparen. Die müssen sich also dann quasi dazu denken. Also falls Sie mal mit homogenen Koordinaten arbeiten und Sie haben es mit einem System zu tun, wo Sie das Gefühl haben, da fehlt doch eine Zeile, dann wird das genau diese Zeile sein, die sowieso immer 001 oder 0001 oder sowas ist. So, das rechnen wir eben nochmal schnell aus, um zu sehen, was da rauskommt. Hier kommt raus x mal 1
plus y mal 0, also 0, plus z mal a. Plus z mal a. Und hier kommt raus x mal 0 plus y mal 1, also y, plus z mal b. Und hier unten kommt raus x mal 0 plus y mal 0 plus z mal 1, also z. Das ist das, was ganz allgemein rauskommt. Und was kommt raus, wenn wir für z 1 einsetzen? Dann steht hier eine 1 und hier steht auch eine 1 und hier steht auch wieder eine 1. Und hier steht einfach x plus a und x plus b. Und das ist genau das, was wir haben wollten. Das ist x plus a und y plus b. Also wir sind jetzt in der Lage, mit einer Matrix-Multiplikation eine Verschiebung darzustellen. Allerdings funktioniert das Ganze nur, weil wir das jetzt im R hoch 3 betrachten. Aber nachdem wir das gemacht haben, können wir danach diese 1 ja wieder wegstreichen. Das ist der Schritt römisch 3 und haben das, was wir vorher hatten, die Koordinaten, die wir vorher hatten. Und wir können mehrere von diesen Matrizen zusammenpacken zu einer.